Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer Tutorials, mein Lieben. Heute machen wir diese coole Mütze. Eine ganz klassische Spiralmütze. Das Coole hierbei ist, ich habe ein total leichtes, softes Garn verwendet, aber das erfahrt ihr jetzt gleich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mir einen Kommi und abonniert gerne meinen Kanal. Und jetzt viel Spaß und los geht's! Für unsere Mütze verwende ich natürlich ein super schönes, softes, leichtes Garn. Und zwar das Wally Hux Schiebgarn. Das ist ein Garn aus 50% Wolle, 28% Baumwolle und 22% Polyamid. Also schön flauschig und weich. Dazu verwende ich eine Häkelnadel von Kluver in der Stärke 4,0. Ihr könnt natürlich auch eine größere wie eine Nadelstärke 5 oder 6 nehmen. Umso flauschiger und leichter wird eure Mütze. Ich mag es immer ein bisschen fester, damit man das Muster halt schön erkennt. Jetzt brauchst du noch ein Maßband, um zu wissen, wie dein Kopfumfang ist, damit wir wissen, wie groß unser Mützenteller wird. Wir starten jetzt also mit einem Fadenring. Häkeln erstmal 3 Luftmaschen und ersetzen damit ein Stäbchen. Hier. Jetzt häkeln wir noch 11 in den Ring. Ich zeige es euch jetzt nochmal langsam. Faden holen, in den Ring einstechen, Faden wieder zurückholen, schön locker, durch die ersten 2 Schlingen und dann nochmal durch die zweiten. So, jetzt haben wir schon 3 Stäbchen auf unseren magischen Ring gehäkelt. Jetzt folgen noch 9 Stück für insgesamt 12 Stäbchen. Habt ihr nun eure 12 Stäbchen gehäkelt, ziehen wir jetzt an unserem losen Faden und ziehen unseren Fadenring natürlich fest zusammen. Wir schließen die Runde jetzt mit einer Kettmasche. Das wäre unsere erste Runde. Weiter geht's mit Runde 2. Wir starten mit 3 Luftmaschen. So, jetzt häkeln wir in unsere 12 Maschen Reliefstäbchen. Das heißt, ihr habt hier diese Masche, die ich euch jetzt hier mit dem Nagel zeige. Das heißt, ihr habt diese Masche, die zwischen meinem Daumen jetzt ist. Und wir stechen jetzt nicht hier oben in die Masche ein, sondern wir stechen jetzt von hinten quer durch dieses Stäbchen. Also, wir nehmen den Faden auf die Nadel, stechen von hinten in das Stäbchen ein, seitlich, wieder hinaus. Ich drehe das mal rum, ihr seht es nochmal. Und jetzt nehmen wir den Faden durch die Masche, schön locker. Jetzt haben wir wieder 3 Schlingen auf der Nadel, durch die ersten 2 und durch die zweiten 2 Schlingen. So, das sieht jetzt ein bisschen verwirrend aus, aber keine Angst, ihr werdet ganz schnell merken, das ist total easy. So, jetzt haben wir das erste Stäbchen hier geschafft und jetzt nehmen wir wieder den Faden, weil wir müssen ja verdoppeln, fahren nochmal von hinten in die Masche seitlich und jetzt dreht es wieder rum, damit ihr es besser sehen könnt und häkeln unser zweites Stäbchen in die Masche. Schön locker, durch die ersten 2 Schlingen, durch die zweiten 2 Schlingen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich drehe sich wieder ein bisschen nach vorn. Hier sind jetzt unsere 2 Stäbchen seitlich drin. Jetzt gehen wir zur nächsten Masche. Das ist diese hier. Dort machen wir genau dasselbe. Faden holen. Von hinten in die Masche einstechen. So. Faden zurückholen. Durch die ersten 2 und durch die zweiten 2 Schlingen. Und nochmal. Faden holen in dieselbe Masche, weil wir verdoppeln. Durch die ersten 2, durch die zweiten 2 Schlingen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das Einzige, was jetzt passiert ist, hier oben diese Reihe, die bleibt jetzt einfach sichtbar. Und das ist jetzt unsere nächste Reihe hier. Und das Schöne ist halt, dass wir hier oben immer so einen schönen Reif haben. Ich werde die Runde jetzt mal beenden, damit ihr das am Ende sehen könnt und dann machen wir weiter. Und jetzt wird wieder abgezählt, 1, 2, 3 und hier oben mit einer Kettmasche
das Ganze verschlossen. So, in der nächsten Runde starten wir wieder mit 3 Luftmaschen. 1, 2 und 3. Jetzt wird jede zweite Masche verdoppelt. In dieser Runde häkeln wir wieder ganz normal Stäbchen. Da wir das erste schon gemacht haben, häkeln wir hier unser zweites, nochmal in dieselbe Masche einstechen und ein zweites Stäbchen häkeln. In die nächste Masche ein Stäbchen und in die nächste Masche wieder 2 Stäbchen häkeln. Wir machen also jetzt aus 24 Maschen 48 Maschen. Bevor ich die Runde beende, ist mir gerade noch ein Fehler aufgefallen. Ich habe hier am Ende zwischen meinen Daumen die Masche hätte ich nach hinten legen müssen. Die habe ich jetzt vorne. So, am runden Ende ankommen, wieder abziehen. 1, 2, 3. Hier oben einstechen. In die Masche mit einer Kettenmasche verschließen. Damit uns dieser Fehler hier nicht nochmal passiert, starten wir jetzt gleich mit Reliefstäbchen. Das heißt, du stechst wieder ein, von hinten, Faden durchholen, durch die ersten 2 Schlaufen und durch die zweiten 2. Jetzt in die nächste Masche, in die zweite, wieder Faden holen, durch alle Maschen, schön locker, durch die ersten 2 Schlaufen, durch die zweiten 2. Jetzt kommt die dritte Masche, das ist diese hier. Diese verdoppeln wir jetzt wieder. Ein Reliefstäbchen und jetzt kommt noch ein zweites in diese Masche. Seitlich einstechen durch die ersten 2 Schlaufen, durch die zweiten 2. So, weiter geht's, wieder von vorne anfangen. Ein Reliefstäbchen in die erste, ein Reliefstäbchen in die zweite Masche. Und jetzt kommt wieder die dritte Masche und diese wird wieder verdoppelt. Und hier seht ihr wieder schön, wie das oben liegt, beziehungsweise wir hier eine schöne Abschlusskante haben. Das macht ihr wieder Reihe rum. Habt ihr jetzt eure runde Reliefstäbchen beendet? Müssen wir jetzt jede vierte Masche verdoppeln. Starten jetzt wieder mit 3 Luftmaschen. Und dann häkeln wir die zweite Masche, die dritte Masche und die vierte Masche verdoppeln wir. So. Das machen wir jetzt wieder Reihe rum. Danach gibt es wieder Reliefstäbchen. So, ihr macht das jetzt immer Runde für Runde weiter. Ich habe einen Kopfumfang von 56, 57 cm. Also schon ziemlich groß. Das heißt, ich brauche einen Mützenteller von circa 18,5 cm. Und ja, je nachdem, wie groß euer Kopfumfang ist, könnt ihr das ausrechnen. Ich mache euch nochmal einen Link dazu in die Infobox. Und jetzt häkle ich so lange weiter, bis ich meinen Teller erreicht habe, beziehungsweise die so lange verdoppelt, bis ich die Größe meiner Mütze habe. Wenn wir so weit sind, dann sehen wir uns danach nochmal wieder. Ich habe gerade die 7. Runde verdoppelt und jetzt seht ihr hier auch schön dieses Muster. Ich bin jetzt bei einer Größe von 19 cm, aber ist nicht so schlimm, hängt ein bisschen locker. Schauen wir mal, ob ich eine Mütze oder ein Beanie mache. So, und jetzt geht es weiter. Ich habe ja jetzt wieder normale Stäbchen gehäkelt. Das heißt, jetzt geht es wieder mit Reliefstäbchen weiter. Aber das Einzige, was sich jetzt ändert, wir machen jetzt keine Zunahme mehr, sondern häkeln einfach Runde für Runde. Also häkeln wir jetzt immer schön weiter in jede Masche ein Stäbchen bzw. ein Reliefstäbchen, je nachdem welche Runde ihr seid, bis ich die gewünschte Länge habe. Und dann sehen wir uns zum Schluss nochmal für den Saum wieder. So, ich habe jetzt insgesamt noch 10 Runden gehäkelt, bin jetzt am Ende meine
Reliefstäbchen runde und jetzt werde ich noch, so jetzt machen wir den Saumen, ich werde jetzt noch vielleicht 4 runden feste Maschen häkeln und dann ist der Saum auch schon fertig, also in jede Masche eine feste Masche häkeln. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier 3 Runden feste Maschen gehäkelt und ich habe jetzt spontan gedacht, wie ihr sehen könnt, werde ich jetzt noch eine Runde Krebsmaschen häkeln. Die häkeln wir nicht mehr nach links, sondern wir häkeln nach rechts. Und zwar stecht ihr in die Masche ein, holt den Faden, habt 2 Fäden auf der Nadel und die Maschen wir zusammen ab. Das war alles. In die Masche einstechen, Faden durch die Schlaufe durchholen und alle beide Schlaufen abmaschen. Und so bekommt ihr hier diesen coolen Rand. Und das ist dann auch meine 4. Runde. Und dann sind wir fertig. Oh, ich bin schon so gespannt. So, fertig ist die Mütze, meine Lieben. Ich finde es hier mit dem Krebsmaschenrand sehr schön. Natürlich ist die Mütze jetzt für meine Kopfgröße gedacht und nicht für die Kopfgröße von dieser, von meinem Kopf hier. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Anleitung trotzdem gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.